wunderschönen guten Abend. Hier ist mal wieder Chassis TV aus Villingen. Ja, herzlich willkommen, Jörg. Ja, gleichfalls herzlich willkommen, Raphael. Wir haben heute schon wieder zwei Gäste oder müssen wir sagen Gästinnen? Ja, Gästinnen, ne? Zwei Mädels, so kann man es auf jeden Fall sagen. Zwei Spielerinnen des Jahres, die bei diesem, der Wahl Spieler und Spielerinnen des Jahres gewonnen haben. Wir begrüßen Antonia Ziegenfuß. Und Annemarie Mütsch. Hallo. Ihr beide seid also Spielerin des Jahres. Was bedeutet der Preis euch? Ja, also es ist schon was anderes, wie einen normalen Pokal zu gewinnen, weil also es sieht schon mal anders aus und es ist natürlich auch so schön zu wissen, dass man von allen Leuten so gewählt wurde und dass man, also dass die anderen dann auch so die Erfolge von einem anerkennen. Ja, und auch das einfach, dass man auch bald, dass man halt auch Leute hat, die einen auch irgendwo so unterstützen, vielleicht so indirekt. Ja, ist schon was Besonderes schon. Du hast mit einer Stimme Mehrheit gewonnen. Ja. Was ist das für ein Gefühl? Ja, es ist schon knapp gewesen. Ich hätte es für Isa jetzt auch gegönnt. Also, sie hat es halt auch verdient gehabt. Ja, ist schon ganz cool. Habt ihr euch danach gesprochen? Ja, wir haben uns gegenseitig gratuliert. So. Wir haben kurz drüber gesprochen, ja, aber ist auch nicht spannend. Habt ihr auch Eigenwerbung gemacht für euch? Nicht, dass ich wüsste. Also ich nicht. Ich glaube, bei Luisa ist auch nicht. Ich weiß es nicht. Also. Und du, Annemarie? Also ja, natürlich habe ich ein paar Freunden mir erzählt oder so, dass sie da für mich abstimmen können. Aber also jetzt nicht so groß, dass ich überhaupt in meiner Schule das erzählt hätte. Also. Gar nicht? Auch nicht über Facebook? Und auf Instagram habe ich das gepostet. Ja. Aber ich weiß auch nicht, ob da jetzt so viele Leute dafür abgestimmt haben. Also. Und was ist das für ein Gefühl, wenn man da vor, ich glaube, 1200, 1300 Leute auf der Bühne steht? Kriegt man da das Buße zittern? Naja, es geht also, ich bin jetzt auch schon in den letzten Jahren von der Siegerehrung, vielleicht dann gewöhnt man sich halt irgendwann auch, gut, ist nicht so, dass es so random ist, immer so, ne, aber es geht eigentlich nicht so schlimm. Das ist jetzt so ein bisschen cool, wenn man weiß, dass alle so auf einen schauen, vielleicht auch Fotos machen, aber ja, es geht eigentlich nicht so. Und da ist ja auch was ganz Besonderes passiert auf der Siegerehrung, auf der Eröffnungsveranstaltung. Das war so eine Art Hundegebell, habe ich am Anfang gehört, als die Veranstaltung eröffnet worden ist. Was ist denn da genau passiert? Ja, ich glaube, wir wussten nicht genau, ob wir den ganzen Satz sagen sollen. Ja. Oder nur dann das Wort eröffnet und dann hat es. Ja, ich dachte halt irgendwie, dass wir uns einen Satz gesagt haben, den wir halt nachsagen sollen. Dann war der Satz aber halt, dann sollten wir diese eröffnet sagen. Dann hat keiner angefangen. Ja. Und dann war es so. Also für nochmal zum Nachgang, also für unsere Zuschauer, die es nicht mitbekommen haben. Spiele werden ja sozusagen immer von den Spielern des Jahres eröffnet, auch mit den Worten. In der Eröffnung, dann kam nur ein Quäken raus. Aber im zweiten Gang war es, glaube ich, besser. Ja, Annemarie, hast du denn auch schon diese Routine, die Antonia, so nach dem Motto, ich stehe ja ständig auf der Bühne? Nein, das meine ich gar nicht so. Ja, also ich spiele jetzt auch schon ein bisschen länger, vielleicht nicht so ganz so lang wie die anderen teilweise, aber also wenn man natürlich auf der Bühne ist, wird man gewöhnt, sich natürlich auch irgendwann dran, auf einmal bei größeren Turnieren. Ich war auch bei Deutschland schon oft, also vorne auf der Bühne und also es ist schon immer ein gutes Gefühl, dann so vor vielen Leuten zu stehen, auch ja, ein bisschen Aufregung, würde ich sagen, aber mit der Zeit wird es dann schon normaler. Und dich hätten wir jetzt eigentlich auch ansprechen müssen als Frau Weltmeisterin. Ja, aber ist auch schon wieder ein bisschen her, also. Aber du bist noch amtierend. Ja. Amtierende Weltmeisterin U16. Und wo geworden? In Griechenland. Erzähl ein bisschen was zu deiner Weltmeisterschaft. Also ich bin als Nummer 3 gestartet, das heißt, ich habe natürlich schon Ziele gesetzt. Also ich wollte halt gerne unter die Top 6 kommen, um dann halt auch auf die Bühne zu kommen und halt einfach gutes Schach spielen. Aber ich habe dann die zweite Runde schon gegen nominell schwächere Gegnerin verloren. Und da habe ich einfach versucht, halt wieder ins Turnier reinzukommen, mir keinen Druck zu machen. Das hat dann noch funktioniert und dann habe ich halt meine Partien gewonnen. Und dann in der 10. Runde habe ich dann gegen die U20-Weltmeisterin Alexandra Mzewskaja gewonnen. Und dann hatte ich natürlich schon wieder Chancen, war ich in den Top 3. Und dann habe ich halt versucht, auch die letzte Runde ohne Druck zu spielen. Habe halt dann davon profitiert, dass die Führende, gegen die ich in der zweiten Runde verloren habe, dann die letzte Runde verloren hat und dann durch meinen Sieg hat es dann gereicht. Wie macht man das in der letzten Runde einer Weltmeisterschaft, wenn man kurz davor ist, den Titel zu gewinnen, ohne Druck zu spielen? Ja, das weiß ich auch nicht. Also ich habe halt einfach auch die Nerven flattern eigentlich, oder nicht? Also natürlich, ich war schon in der Partie dann schon ein bisschen unter Druck. Also ich einfach versucht, mich auf meine Partie zu konzentrieren, mich nicht von anderen Ergebnissen beeinflussen zu lassen, einfach zu schauen, dass ich meine Partie, weil ich stand dann auf Gewinn und dann habe ich auch versucht, alles andere auszublenden, einfach gutes Schach zu spielen und nichts einzustellen und dann zu gewinnen. Das hat dann noch funktioniert.
Ja, nochmal nachträglich, herzlichen Glückwunsch, auch wenn du sagst, es ist schon lange her. Dankeschön. Aber du bist ja nicht immer im Chassis TV und deswegen heute nochmal Glückwunsch von uns allen. Und da gewinnt man auch dann was dabei, ne? Bei so einer Weltmeisterschaft, oder? Ja, also normalerweise schon, also die letzten Jahre gab es immer Preise gewinnen, aber dieses Jahr in Griechenland gab es nichts. Also ich habe einen Holzturm bekommen. Und du hast einen Titel bekommen. Ja, der ist natürlich viel wichtiger. Richtig, ne? Das ist WIN, ne? Ja. Und Antonia, du warst auch schon international aktiv? Ja, also 2015 war ich jetzt erstmal bei der Weltmeisterschaft in der U10. Ich glaube, da bin ich irgendwie 50. geworden, das war irgendwie relativ schlecht. Ja, 2016 dann bei der EM, das war mein bestes internationales Turnier, deshalb bin ich 10. geworden. Ja, dann 2017 wieder bei der EM, aber da war ich irgendwie relativ weit vorne gesetzt, habe aber ziemlich schlecht gespielt, da bin ich auch wieder relativ weit hinten gewesen am Ende. Ja, und letztes Jahr ging es, also ich glaube, wir haben 25 gestartet, also das war Weltmeisterschaft, 27 geworden, also genau, man hat da gespielt. Aber. Genau, und du bist amtierende 14. deutsche Meisterin, spielst aber jetzt in der U18. Mhm. Wie kommst du denn dazu? Ja, ich hatte halt jetzt in Kränkel einen relativ hohen DSH-Sprung, würde ich mal sagen. Und da dachte ich mir, vielleicht auch mal in einer anderen Altersklasse spielen können, vor allem U14. Ich habe letztes Jahr den Titel geholt schon, den deutschen Meistertitel. Und dann dachte ich, vielleicht auch mal in einer höheren Altersklasse spiele. Ja, und du bist dann dazu gekommen, dass ich jetzt in der U18 spiele. Ja, und du bist ja da auch relativ berühmt geworden. Beim Lenker oben, ne? Da hast du da jemanden geschlagen? Ja. Wen hast du da geschlagen? Ali Reza-Jurica. Genau, da hat er da den Klopp, einen Turm weggestellt oder so, ne? Kann das sein? Ja, er hat den Turm, also dachte wahrscheinlich, dass er mich da matt setzen kann. Ja, hat halt nicht so ganz funktioniert. Ne? Ich sollte noch verraten, weil das nicht alle wissen können, dass es ein Großmeister ist. Ja, nicht nur ein. Großmeister Skalp ist ja mal was Besonderes. Ist das der erste gewesen bei dir? Hast du den ersten Großmeister geschlagen? Ja. Ja, und das ist nicht nur ein Großmeister, sondern ist ein Supertalent, der angeblich auch bis in die Weltspitze als WM später gelten kann. Aber Antonio ist auch ein Supertalent. Ja, hat man ja gesehen. Ne? Der hat ja dann auch gewonnen. Wie fühlt man sich denn so während der Partie, wenn man gegen so jemanden spielt und erst steht man jetzt nicht ganz so gut? Mann, also es war eigentlich so, ich hatte ja die Runde zuvor nie gespielt so, und dadurch, dass er halt kampflos verlieren musste, bin ich halt gegen ihn losgefahren, da war ich schon so, okay, ich habe halt gesehen, dass ich halt die Auslosung, dass ich gegen ihn spiele, und da war ich schon so, okay, er ist relativ jung, er ist 15 Jahre alt, so ein super Großmeister, Großmeister halt, dass ich halt schon verlieren würde, war mir schon klar eigentlich. Dann geht man halt auch einfach, spielt halt einfach die Partie, man weiß, dass man einen guten Gegner hat, man versucht einfach sein Bestes so zu geben, es kann ja gar nicht so viel schieflaufen, sage ich mal. Und während der Partie, wir waren eigentlich auch am Ende, sage ich mal, so, ich dachte, dass ich mal verliere, weil ich hatte eine relativ, nicht so wirklich schlechte Stellung, also ich war noch so halbwegs ausgeglichen. Aber ich hatte halt einige Schwächen, und auf Dauer hätte ich den Druck halt auch nicht standhalten können, den er da hätte machen können. Ja, und dann hat dieser Turmopfer, ja, als er es gemacht hat, dachte ich im ersten Moment schon, okay, jetzt hast du dich irgendwo verrechnet. So. Aber wenn man dann nochmal so einen Blick drauf wirft, dann habe ich ja gesehen, dass es doch nicht geht. Und dann war es schon so ein bisschen verwunderlich. Ich habe es, glaube ich, auch nicht so gleich realisiert, aber ja. Ja, aber die nächsten Züge danach, was ist das dann für Gefühl? Weil dann kriegt man das doch ja so mit, nach dem Motto, wer einem wirklich dagegenüber sitzt und dass sie ihn wirklich besiegen kann. Hat man auch das Flattern bekommen, oder wie liefen die letzten Züge so ab? Ja, ich habe erstmal gehofft, dass ich jetzt nicht irgendwie nochmal irgendwas einstelle oder so. Während der Partie ging es dann eigentlich, da war es auch nicht mehr so flattern, da war es schon so, ja okay, konnte jetzt noch ein Partiespiel, das ist erstmal zu Ende, diese gewonnene Stellung. Und nach der Partie bin ich natürlich schon gefreut, das war dann auch schon ganz schön krass. Ja. Danke. Marie, hast du auch schon Großmeister Skype an deinem Gürtel? Also in einer Langpartie glaube ich nicht. Also ich habe gegen einen Maremi gemacht, aber also so im Schnellschach oder Blitz, ja, da habe ich schon gewonnen. Und wo bist du stärker, im Schnellschach, Blitz oder in der Langpartie? Also ich habe ja auch die Jugend-WM im Blitz und Schnellschach mitgespielt, und da wurde ich jetzt nicht Weltmeisterin, deswegen würde ich behaupten, ich bin schon im Langschach am besten. Aber also Blitz, denke ich, bin ich auch ganz so, weil ich habe auch das Blitz hier mitgespielt, das Teamblitz, und da wurde meine Mannschaft Dritte, also es war... Ja, Schnellschachs. Durch dich nur Dritte oder durch dich schon Dritte? Schon Dritte. Also du bist mir aufgefallen, nachdem du Weltmeisterin geworden warst, als eine sehr
offensiv auftretende Spielerin. Hast du ein paar Interviews gegeben, wo du gleich deinen Platz in der Nationalmannschaft gefordert hast? Also siehst du dich da auch jetzt irgendwo so in dieser Rolle, dass du jetzt auch eigentlich Nationalmannschaft spielen könntest? Ja, ich wurde auch nominiert für die Team-Mannschaft-Europameisterschaft bei den Frauen in Batumi. Das ist super. Also du meinst, du kannst ja jetzt für den Top deutschen Frauen mithalten? Ja. Okay, und woher nimmst du diesen Optimismus? Also ich habe jetzt auch vor kurzem beim German Masters gespielt in Magdeburg im Meisterschaftsgipfel. Und da hatte ich 4-7, also ich wurde geteilte Dritte. Und ich meine, es waren außer jetzt Elisabeth Peetz natürlich, die nicht gespielt hat, aber sonst eigentlich auch die Top-Frauen aus Deutschland. Und da war ich also vorne und deswegen... Ja, denke ich schon, dass ich dann da auch also meinen Platz in der Nationalmannschaft verdient habe. Das heißt dann auch noch, dass du hart trainieren musst? Ja. Und wie oft machst du das in der Woche, jeden Tag? Also ich versuche schon jeden Tag also Taktikaufgaben zu machen oder halt auch allgemein so Strategietraining, weil ich weiß, dass es jetzt also schon noch so ein paar Sachen gibt, an denen ich arbeiten muss, auch an der Eröffnung natürlich und dann, ja. Und du spielst ja auch bei den Mädchen mit, ne? Das ist richtig, oder? Nee, ich spiele bei den Jungs mit. Okay. Und wie viele Punkte hast du bisher? Ich habe leider nur 2,5 aus 6. Also ich hatte schon einige gute Stellungen, die ich leider vergeben habe. Und warum hast du dich für die Klasse, der offene Klasse, heißt es ja offiziell bei den Jungs, entschieden? Letztes Jahr habe ich in der U16 auch bei den Jungs mitgespielt und es ist halt einfach, also es macht für mich einfach mehr Sinn, dann gegen stärkere Gegner zu spielen, weil es einfach mehr schachlich mehr bringt. Weil bei den Mädchen wäre ich an 1 gesetzt gewesen und dann hatte ich halt den Druck, dass ich jetzt unbedingt da gewinnen muss. Und ich, durch meinen Sieg bei der WM im letzten Jahr habe ich auch schon meinen Platz von der FIDE für die nächste WM. Das heißt, ich kann meinen Jungs einfach ganz ohne Druck spielen und habe dann halt auch eben die Chance, gegen gute Gegner zu spielen. Und ich habe das Gerücht gehört, das wäre jetzt deine letzte Jugendmeisterschaft, die du spielst? Das ist noch nicht sicher, weil nächstes Jahr ist die Frauen-Europameisterschaft halt zur gleichen Zeit wie die deutsche und deswegen, also ich weiß noch nicht, was ich spiele, aber es kann sein, dass ich dann, dass mein letzter Deutscher ist. Das wäre aber sehr schade für dich, oder? Ja, also ich finde, die Deutsche ist schon ein gutes Turnier, nicht nur wegen Turnieren sich natürlich, weil man auch voll viele Leute trifft, die man sonst nicht so oft mehr sieht und ich denke schon, ein sehr gutes Event. Und wie gefällt euch so diese deutsche Meisterschaft hier? Ja, das ist schon ziemlich gut, also die Organisation ist auch relativ gut, muss man hier mal sagen. Wieso relativ? Ja, relativ. Wieso relativ? Das bedeutet ja, dass sie irgendwo schlecht ist. Nee, eigentlich nicht. Passt schon so. Also gut. Passt schon. Ja, auch weil ich sag mal, wenn man jetzt, ja, ich glaube, Amerika ist auch hier, wenn man sag ich mal, die Weltmeisterschaft jetzt vergleicht, die Siegerehrung. Mhm. Vor allem, da wird vielleicht schon Nationalhymne gespielt von dem Land, was er gewinnt. So. Aber hier sieht man bei den ganzen Spielen die ganze auch Organisation, dass auch für den Zuschauer ganz spannend ist. Man ist da nicht so 2 oder 2,5 Stunden sitzen und ich denke, ja, okay, es ist nicht mehr vorbei, sondern halt auch Spaß dran hat irgendwo. Ja. Auch mal nicht auf die Bühne muss und ja, das finde ich gut. Vor allem auch die Videos, die dann so während dem Turnier gemacht werden, in der Siegerehrung eingeblendet werden, allgemein. Also die ganze Siegerehrung kann man überhaupt nicht mit anderen internationalen Turnieren vergleichen. Das ist schon was Besonderes. Und wie sieht bei dir das Schachtraining aus? Wie oft bist du am Trainieren und hast du einen Trainer oder Trainerin? Ja, also ich trainiere bei Lars Bachskokowski. Ich trainiere jetzt 3-mal die Woche bei ihm, sag ich mal, 1 Stunde. Aber ich versuche dann halt auch jeden Tag, sag ich mal, für mich noch selbst irgendwie ein bisschen was zu machen. Ich manchmal so, das halt auch so vereinbart mit Schule vielleicht, je nachdem manchmal ich auch mehr Stress. Bei mir geht es momentan, ich bin auf einer 9. Klasse, also voll ganz geschillt. Aber so, dass ich jeden Tag auch versuche, noch ein bisschen selbst was zu machen, wenigstens 1 Stunde oder so. Ja. Und du kommst aus einer ganz kuriosen Schachfamilie. Ihr spielt in 3 verschiedenen Bundesländern. Ja, das hat einfach da ich nicht stand. Wir waren natürlich, wir wohnen halt in Thüringen, waren am Anfang auch im Verein in Thüringen. Dann kam es aber zum Trainerwechsel. Ich bin halt zu Sokowski gewechselt, Larissa zum Trainer aus Thüringen. Sind wir beide jeweils in die Vereine gegangen. Und wir haben zwischendurch mal eine Zeit lang in Göttingen trainiert. Dadurch ist mein war mit auch in Göttingen zwischendurch und dadurch ist mein Vater dann in Göttingen geblieben. Ja, das ist kein Trainer. Und ja, so ist es entstanden. Was macht ihr denn, wenn ihr kein Schach spielt? Ja, also ich würde schon sagen, dass Schach sehr viel Zeit in meiner Freizeit in Anspruch nimmt. Aber also ich spiele auch so zum Beispiel so Spaß an Tischtennis oder ja, mache irgendwas mit Freunden. Also und vor allem durch die Schule auch, weil ich bin jetzt in der 11. und da habe ich natürlich auch viel Unterricht und dann hat man halt nicht mehr so viel Zeit und also ist schon anspruchsvoll in der Oberstufe. Und wie kann man Schule und diese Schach in Verbindung bringen? Weil du wirst so wahrscheinlich oft Schulausfall haben. Ja, bei mir geht es eigentlich, also die letzten Jahre waren es immer die 4 Tage für die Deutsche und vielleicht noch so 2 Wochen für Welt- oder Europameisterschaft.
Ja, man muss es halt schon nachholen, muss sich halt auch hinsetzen, dass man halt auch welche Motivation haben nach. Und vor allem, manchmal kann es auch schwierig sein, zum Beispiel bei der Deutschen, weil wir kommen Sonntag Mittag wieder nach Hause, müssen dann direkt den Stoff für Montag nachholen. Aber man muss dann halt einfach sagen, gut, man will das ja, macht das ja auch freiwillig doch mit dem Schach. Und da muss man sich halt auch einfach hinsetzen und schauen, dass die Schule irgendwie, dass man da jetzt nicht so sehr drunter leidet, also die schulische Leistung. Ja. Und was sagen denn eure Schulkameraden, eure Freunde, dass ihr dieses Hobby Schach habt? Ist das nicht irgendwie was Besonderes? Oder anders gefragt, halt nicht manchmal sagen, was ist das denn? Ja, ich denke schon, dass manche Leute das ein bisschen komisch finden, vielleicht wenn sie so vom Schach hören, weil ich glaube, die können sich das halt auch nicht so richtig vorstellen, wie es dann so bei Turnieren aussieht, aber also teilweise manche Leute finden es dann auch einfach voll cool, weil also Schachspielen ist halt schon was Besonderes, weil das hat jetzt halt nicht jeder als Hobby und ja. Und wie hat deine Schule reagiert, als du als frisch gebackenen Weltmeister und so kamst? Als erstes kam dann der Direktor auch mit in meine Klasse und dann wollte das dann alle so dafür klatschen und ja, also, wir haben auch so einen Zeitungsartikel dann, glaube ich, damit ausgehängt. Also es ist schon ein gutes so Gefühl gewesen, dann so als Weltmeister dann so in die Schule zu kommen und dann zu wissen, dass dann so jeder das weiß. Und, ja. Das, die anderen sind dann auch stolz auf dich? Ja, schon. Das hört man doch gerne. Und hast du noch irgendwelche Hobbys neben? Ja, ich spiele noch ins Moment also Gitarre. Ja, aber ansonsten hält sich das eigentlich auch eher beschränkt. Also klar, man hat dann vielleicht noch so die ganz normalen Sachen, manchmal, wie Annemarie gesagt hat, mit Freunden trifft, vielleicht auch Lies oder so, aber ja, Schach ist halt schon so das mein Haupthobby auch. Und wie sieht eure schachliche Laufbahn aus? Wie stellt ihr euch das vor? Welche Erfolge erhofft ihr euch noch? Und was träumt ihr? Ja, also ich würde vielleicht mal so allmählich den WM-Titel vielleicht irgendwann mal so anstreben, aber es kann auch noch dauern. Ja, und ich würde einfach so Schritt bei Schritt ja, vorangehen, dass man vielleicht auch mal 2-1 wieder so auf diesen Level kommt. Also ich dann vielleicht das 2-2 und dann so nach und nach, also es nicht zu große Ziele setzen, bin ich jetzt kein Fan von. Irgendwo realistisch bleiben. Und bei dir? Also, ich würde jetzt auch gerne erstmal so mein Level stabilisieren vielleicht und dann so in den nächsten so paar Jahren dann auch so in Richtung 2-4 gehen, dass ich dann auch EM werde. Und damit ich dann halt auch auf jeden Fall so bei den Frauen in Deutschland also schon mit so an der Spitze wäre und dann immer so in das Land. Kannst du dir vorstellen, Schach zum Beruf zu machen? Also, ich will auf jeden Fall mein Abi machen und dann vielleicht auch also studieren, aber ich halte mir noch meine Option offen, aber ich könnte es mir schon vorstellen, das als Profi zu machen. Was möchtest du denn studieren? BWL. Und dann darf man ja noch ein Fix. Ja. Und ja. Wenn ihr beide mal einen Anfänger so das Besondere an Schach erklären wolltet, was der Vorteil im allgemeinen Sinne, was macht das für euch aus, warum sollte man Schach spielen? Ja, also ich denke, es ist halt auch so, hilft natürlich bei der Konzentration und ich würde auch sagen, dass ich mir dadurch besser zum Beispiel so Vokabeln merken konnte über die Jahre, weil ich auch das Gehirn dann aktiviert und also ich finde es einfach so, es macht einfach Spaß und natürlich auch wenn man gewinnt, dann ist es natürlich noch besser, aber ja, es ist. Was würdest du sagen? Ja, eigentlich auch schon so. Dachte mal halt, es ist eigentlich ziemlich spannend, wenn man sich einfach so hinsetzt, einfach zwei Menschen, zwei Individuen und dann halt einfach versucht, besser zu denken oder tiefer und weiter als der Gegner zu rechnen oder einfach ein besseres positionelles Verständnis zu haben. Ja, es ist, glaube ich, schon ganz spannend. So. Weil es halt auch relativ unangeschränkt ist. Man kann halt wirklich so in jedem Alter noch Schach spielen oder ja, ja egal, wie man jetzt körperlich ist oder körperlich fit ist. Ja, ist jeder hat ja nicht die gleichen Chancen. Also ist ja. Das heißt, ihr würdet Werbung dafür machen, Schach zu spielen? Ja. Und allen Menschen empfehlen, Schach zu spielen? Ja, wenn die wollen. Ja, wir bekommen das Zeichen, dass wir langsam zum Ende kommen sollen. Ja, dann wünschen wir euch weiterhin viel Erfolg auf dem Weg zu euren Träumen, die ihr, oder Zielen, die ihr euch erträumt. So. Danke. Noch ein paar Weltmeisterschaftstitel, Normen, internationale Titel und vor allem erstmal hier noch viel Spaß. Danke. Ja. Ja. Gut, das war's. Alles Gute. Bis dann. Na, tschüss. Danke. Tschüss.